Es war eine schwere Zeit für mich natürlich. Ich hatte die ganze Hinrunde gespielt und dann auf einmal warst du raus aus der Mannschaft. Die Mannschaft hatte trotzdem Erfolg, da habe ich mich natürlich gefreut. Ich habe weiter Gas gegeben im Training und ich wusste, irgendwann kommt auch wieder meine Zeit. Und der Trainer hat mir heute das Vertrauen geschenkt und ich hoffe, dass ich ein bisschen was zurückzahlen konnte und hoffe, es geht weiter so. Ich denke mal, dieses 4-1 spiegelt das Spiel gar nicht wieder, weil wir haben in der ersten Halbzeit meiner Meinung nach besser gespielt. Wir haben 2000-prozentige Chancen, die auf der Linie geklärt werden und wir haben keinen Torschuss zugelassen. Wenn wie gesagt, wir müssen dieses Glück, dass der Ball reingeht, dann nehmen wir hier mindestens einen Punkt mit, wenn nicht sogar drei. Aber wie gesagt, wir stehen unten und da kommt natürlich wieder alles zusammen. Die rote Karte, dann das Eigentor. Was heißt, die haben uns schwer gemacht? Wir haben uns selber schwer gemacht. Wir waren ein Mann mehr und haben aber den Mann Überzahl nicht konsequent ausgenutzt, unnötige Ballverluste im Mittelfeld, vor allem in der Vorwärtsbewegung. Und dann ist das für die Spielweise, die wir betreiben, schon anstrengend. Ne? Wenn du mit 11 Mann quasi dann einen eigenen Konter fährst und läufst aber dann direkt in den Gegenkonter und musst direkt umschalten. Und das war halt einfach zu oft heute. Wir hatten noch ein bisschen Probleme heute, glaube ich, mit dem Ball. Wir waren nicht unser bester Freund, wir haben zu lange gebraucht, den Ball mal abzuspielen. Und das hat man gesehen, dann, dass wir da Probleme haben, dass wir dann in die Zweikämpfe kommen. Und ja, am Ende können wir, glaube ich, froh sein. 4-1 ein bisschen hoch in meiner Meinung. Aber wir können froh sein, dass wir hier drei Punkte geholt haben und das Spiel abhaken und am Mittwoch denken. Nach dem 1-0 bist du, ich habe es nicht genau gesehen, bist du zum Trainer gerannt? Ich bin zum Stefan Küsters gerannt, weil er mir immer das Vertrauen geschenkt hat, gesagt, du wirst deine Zeit bekommen und hat heute prophezeit, dass ich heute einen mache. Und ja, so war es dann auch. Okay, hast du ein oder zwei gemacht, weil der Kicker sagt Eigentor beim 2-0? Ja, also meiner Meinung nach waren es zwei, aber ich bin zum Schiri hin, habe gefragt, wie es aussieht und da hat er gesagt, kann er mir nicht geben, war ein Eigentor und im Endeffekt zählt er auch so wie, als ob ich ihn gemacht hätte. Wir haben unser Spiel heute nicht so umgesetzt, wie wir uns das vorgenommen haben, aber das liegt nicht nur an uns, weil wir schlampig waren oder nicht konzentriert, im Gegenteil, wir waren schon sehr konzentriert, sogar glaube ich auch übermotiviert, weil die Mannschaft etwas verkrampft war, aber das liegt nicht nur an uns, das liegt auch an Gegner. Die Aachener waren sehr gut organisiert, die standen sehr tief mit zwei schnellen Leuten über außen und die auch über nach Balleroberung sind die sofort nach vorne gegangen, wo auch immer gefährlich wurde und erste Minute haben wir sogar Glück gehabt, dass die nicht geschafft haben, in Führung zu gehen. Wir werden da zusammen rauskommen, sonst bleibt nichts über, als den Arsch aufzureißen und das werden wir Woche für Woche tun und ja, irgendwann wird das Glück wieder hier kennen. Dem Spieltag können wir zufrieden sein, Osnabrück hat verloren, wir haben gewonnen. Und im Moment ist halt, da musst du auch mal so Drecksspiele. Ich meine, das Ergebnis spiegelt, glaube ich, nicht so den ganzen Spielverlauf wider, aber du musst auch mal so ein Drecksspiel gewinnen und dann die drei Punkte mitnehmen. Und von daher, nach dem Spieltag fragt da keiner mehr nach.